du interessierst dich für unseren Heimat-Gin. Kennst du die Heimat schon? Nein. Auch nicht. Also wir kommen außerhalb Bonner Region. Wir sind drei beste Freunde mit einem Fundament und Zusammenhalt. Und einer von uns dreien kommt aus einer Brennereifamilie, die traditionsgeführt ist. Und da lag es nahe, neben klassischen Edelbränden auch einen Gin zu machen, der einen ehrlichen Geschmack aus der Heimat beinhaltet. Und wir verwenden daher bei der Destillation klassisch hier die Früchte oder das Obst von der Sträubfüße, also Apfel und Birne, aber auch wirklich ganz wild gewachsene Wiesenkräuter, die wir ernten. Wie man hier oben sieht, ist einmal Thymian, Salbei und Spitzwegerich, die dann auch so ein bisschen mediterranes Aroma reinbringen. Das ist so der Hauptcharakter vom Heimat-Gin. Wir haben aber auch florale Aromen, wie beispielsweise Lavendel oder Rosenblüten mit drin bei der Destillation. Und auch ein bisschen Schärfe, rosa Pfeffer und Ingwer spielen da eine große Rolle. Und zum Schluss haben wir, wie gesagt, 18 verschiedene Botanicals, die den Heimat-Gin ausmachen. Auch mit diesem Hauptcharakter Obst von der Sträubswiese und handverlesen diesen Kräuter. Jetzt würde ich sagen, wir probieren das mal. Ja, gerne. Gerne. Bitteschön. Und dann sagst du noch, was bei dir in der Nase ankommt. Von den Dingen, die ich dir erzählt habe, hoffe ich einiges. Und was dann auf der Zunge liegt und nachhaltig bleibt. Sehr gerne. Der Pfeffer? Ja. Den riech ich als erstes. Probieren. Sehr gerne. Also für mich persönlich ist immer Salbei im Vordergrund oder auch wirklich das Obst. Eine gewisse Frische und Süße. Wie ist dein Ersteindruck? Also wichtig war uns einfach auch, nochmal einen Gin zu machen, genau, ja, den es schon anders. 100-fach gibt. Ja. Also nicht nochmal zitruslastig oder wacholderlastig, sondern wirklich da eine Differenzierung im Geschmack zu finden. Also ich schmeck, das Obst schmecke ich richtig raus. Gerochen habe ich tatsächlich wirklich als erstes mit dem Pfeffer. Ja. Aber wenn du dann schmeckst, dann ist das Obst ganz klar. Auch ein bisschen so diesen mediterranen Charakter durch das Salbei,